Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir stehen hier wieder vor der Burg der Vampire und dort sollen wir uns wieder mit dem Anführer treffen, nachdem wir in der letzten Folge den Kelch mit diesem roten, blutigen Wasser befüllt haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich weiß vor allem eins, wenn wir das jetzt erledigt haben, dann müssen wir unbedingt mal wieder zurück in die Stadt und unser Inventar leer machen, denn wir haben absolut keinen Platz mehr. Und ich hoffe, wenn ich ehrlich bin, dass wir jetzt nicht irgendwas geschenkt bekommen, denn ich kann es gar nicht mehr mitnehmen, dann haben wir ein Problem. So, aber jetzt gehen wir erstmal in die Festung rein. Wahrscheinlich hat er einfach nur eine neue Aufgabe für uns. Wenn er denn irgendwann mal geladen hat, und zwar ohne, dass hier irgendein Text steht. Ich finde das jedes Mal wieder sehr erstaunlich. Irgendwas stimmt doch da nicht. Und er lädt auch ziemlich lang. Aber okay. So, wir sind in der Burg. Sehr schön. So, da sind sie immer noch am Frühstücken hier. Zumindest einer. Da sind noch diese leckeren Hunde, die uns eben noch angegriffen haben in der letzten Folge. Ich bin dem Fürsten der Burg treu ergeben. Und nur ihm allein. Ah, Garan. Also nicht den Anführer, sondern den Kollegen hier. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Fürst Harkon wird zufrieden sein. Ihr seid Stalf und Salonia begegnet, nehme ich an. Fürst Harkon und ich vermuteten, dass sie euch vielleicht dorthin folgen werden. Ja, und die beiden wollten mich sogar umbringen. Natürlich wollen sie das. So laufen die Dinge am Hofe von Fürst Harkon. Vingalmo und Ortjolf dürsten beide danach, den Thron unseres Fürsten zu besteigen. Aber sie können nicht offen gegen ihn vorgehen. Beide wollten ihre Macht vergrößern, indem sie Schergen entsandten, die euch töten und den Kelch für sie holen sollten. Indem ihr dafür gesorgt habt, dass unser Fürst den Kelch erhielt, habt ihr seine Macht vergrößert und ihnen ihre kleinen Schoßhündchen genommen. Ihr habt Fürst Harkon zwei große Dienste geleistet. Nehmt euch das, was ihr gelernt habt, zu Herzen. Und seid achtsam, bevor ihr jemandem euer Vertrauen schenkt. Nun, glaube ich, will Fürst Harkon mit euch sprechen. Sehr schön, und hier steht auch der Blutsteinkelch. Wie das aussieht, ey. Ich stehe über solchen armseligen Streitigkeiten. Ich lebe schon viel zu lange, als dass ich mir darüber Gedanken machen würde. Ja gut, jetzt laber mich nicht von der Seite an hier. Wir wollen jetzt zu Fürst Harkon. Der ist, wo ist er denn? Ich glaube, mein Vater wollte euch sehen. Habt ihr schon mit ihm gesprochen? Nein, jetzt bleibt doch mal ruhig. Hier habe ich alles, was ich brauche. So, wir werden das jetzt mal hier absuchen. Der steht doch bestimmt da oben irgendwo rum. Politische Taktiererei im Hause Dres erlebt. Das konnte ich damals schon Hier ist er zumindest nicht. Vielleicht ist es auf der Karte eingezeichnet. Ich gehe nochmal gerade. Ich gucke nochmal nach dieser Quest. Sprich mit Harkon. So, jetzt ist er nämlich aktiviert. Das heißt, er müsste hier sein. Luftlinie, also hier. Das heißt, wir gehen dann nochmal runter. Da vorne sehe ich was leuchten. Da ist er bestimmt. Da ist er. Ah, ihr seid hier. Gut. Ihr wolltet mich sprechen? Ja. Als ich euch meine Dankbarkeit für die sichere Rückkehr meiner Tochter aussprach, sagte ich die Wahrheit. Ich habe euch aber nicht alles erzählt. So? Das hab ich mir gedacht. Gut. Starke Instinkte und ein scharfer Verstand werden euch ebenso gut dienen wie Klinge, Zauber oder Klaue. Wie ihr wisst, sind Vampire mächtig, doch auch uns sind Grenzen gesetzt. Unser größter Feind ist die Sonne. Und bis vor kurzem hatten wir keine Möglichkeit, gegen diesen Feind zu kämpfen. Viele Jahrhunderte lang suchte ich nach einer Antwort auf dieses Problem. Ich stieß auf eine alte Prophezeiung, die ein Mottenpriester niedergeschrieben hatte. Einer jener Priester, die die Schriftrollen der Alten lesen. Die Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der die Vampire die Macht über die Sonne erlangen und ihre Tyrannei nicht länger fürchten müssen. Ich glaube, dass der geheime Schlüssel zur Enträtselung dieser Prophezeiung in Serenas Schriftrolle der Alten geschrieben steht. Ich habe eine Versammlung des Hofes veranlasst. Es gibt eine neue Aufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen. Auch ihr seid gefordert. Kommt nun und vernehmt meine Bekanntmachung. Jawohl.
Und wenn das bewirkt, dass wir in Zukunft in der Sonne ungeschoren uns bewegen können, dann wäre das natürlich der absolute Knaller. So, ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Ja, meine Stimme ist leicht angeschlagen. Ich bin ein ganz klein wenig erkältet. Aber sollte nicht weiter problematisch sein. Kinder der Nacht, erhört meine Worte. Die prophezeite Zeit ist endlich gekommen. Schon bald werden wir unsere Herrschaft über die Sonne beanspruchen und eine neue Welt der ewigen Finsternis erschaffen. Nun, da ich eine meiner Schriftrollen der Alten gefunden habe, müssen wir einen Mottenpriester finden, der sie lesen kann. Ich habe in Himmelsrand Gerüchte über die Entdeckung einer Schriftrolle der Alten verbreitet, um einen Mottenpriester herzulocken. Nun ist es an der Zeit, herauszufinden, ob diese Mühen von Erfolg gekrönt wurden. Zieht hinaus und findet heraus, ob sich ein Mottenpriester in unseren Gefilden befindet. Geht in die Städte, sprecht mit den Gastwirten, Kutschern, mit jedem, der einen Reisenden treffen könnte. Geht nun und tut, wie euch geheißen. So lautet mein Befehl. Ein Mottenpriester? Wisst ihr, wie ihr einen Mottenpriester finden wollt? Himmelsrand ist ziemlich groß. So, ich finde es zwar nicht gut, dass ich jetzt von hinten so blöd angequatscht werde, aber ich kann es leider nicht ändern. Wohin würde ein Mottenpriester gehen? Nun, bevor ich... Ihr wisst schon. Die Akademie von Winterfeste wäre immer der erste Ort, den ich wegen einer magischen oder historischen Sache aufsuchen würde. Die Magier wissen über viele Dinge Bescheid, über die Menschen vermutlich nichts wissen sollten. Jetzt, da ich darüber nachdenke, ich komme mit euch mit. Ich wollte schon lange mal losziehen und die Gegend erkunden. So, bevor wir jetzt losgehen, frage ich erst nochmal aus. Was wisst ihr über die Schriftrollen der Alten? Ich meine, so viel wie alle anderen auch. Nicht viel. Man würde denken, dass mir die einigen hundert Jahre, die ich mit ihr eingesperrt war, mehr Erkenntnisse eingebracht hätten, aber nein. So wie es aussieht, lernt man nichts von Dingen, mit denen man schläft. So, was gibt's hier noch zur Auswahl? Ich denke, wir müssen wohl weiter nach diesem Mottenpriester suchen. Soll das heißen, dass ihr mehr über mich erfahren wollt? Nicht bei diesem Tempo, nein. So. Warte hier. Oh, ihr wollt eine Weile alleine weiterziehen? Nun gut. Das wollen wir. Denn wenn ich diese Quest weitermache, dann werde ich dich abholen. Meine liebe Serana, du wirst nochmal meine Frau werden. Ich bin mir ganz sicher. Und wenn ich mir dafür irgendeine Mod installieren muss. Okay, ich würde sagen, wir hauen wieder ab. Zumindest wenn ich es denn finde. Wir können mal probieren, hier drüber zu jumpen. Das funktioniert sogar. Sehr schön. Und jetzt geht's zurück nach Himmelsrand. Scheiß auf die Sonne. In dem Sinne, ich will hier wieder raus. Ich will jetzt ein bisschen shoppen gehen. So, diesmal sehen wir ein Bild. Sehr schön. Dein Vampirblutwald im Sonnenlicht. Na, so viel Sonnenlicht sehe ich hier gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Es erinnert mich eher an das Fenster. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, da sieht es so ähnlich aus. Nur, dass es nicht schneit, aber die Farbe kommt schon ungefähr hin. Gut, Leute. Jetzt. Wir hatten gesagt, wir gehen jetzt erstmal shoppen. Und zwar nach Weißlauf, wenn ich es denn finde. Denn mittlerweile sind so viele Orte hier. So, Weißlauf, da ist es. Schnell nach Weißlauf reisen, jawohl. Möglicherweise ist jetzt Nacht. Das wäre ganz gut, für zumindest für unsere Gesundheit. Ansonsten ist es schlechter für unsere Gesundheit, aber da sehen wir mehr. Von daher ist es mir auch egal. So, aber vielleicht haben wir ja wirklich das Glück, und wenn wir diese Questreihe fertig haben, Servus, wenn wir diese Questreihe fertig haben, dann macht uns auch das Sonnenlicht nichts mehr aus. Das wäre jedenfalls cool. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal da vorne auf den Marktplatz. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ja, ich bin nicht nur älter. Ich hab auch, wenn du mal schauen würdest, ganz schöne funkelnde Augen. Ach, da kommt wieder der Psycho in mir durch. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal, hm?
Teeblätter, Handlese. So, wir gehen zum Gewischwarenladen. Seht und euch checken da mal die Lage. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr... Alles steht zum Ver... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. So. Was du zu verkaufen hast, interessiert mich eher weniger, beziehungsweise doch, natürlich. Zaubertränke könnten wir kaufen, haben ja auch gesagt. Ich will jetzt erstmal gucken, was ich hier zum Verscheuern habe. Müssen natürlich gucken, weil der Kollege hat ja nur 750 Gold dabei. Ich glaube, ich hau die Axt jetzt weg. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso nie benutzen. Und ich denke, alles, was wir hier zu viel verkaufen, können wir, wenn wir es wirklich brauchen würden, nochmal zurückkaufen. Das Amulett von Akatosh. Oh, wäsch die Scheiße. Anmerkung zur Trypol-Hüllengruft. Das sind alles so Sachen, die lege ich dann in meine Box. Die Armbrust. Wir sollten vielleicht auch auf Armbrust umstellen. Eine Biene. Eine Bienenstockhülle. Bier. Bier brauchen wir nicht. Ich trinke kein Bier. Blasenpilz ist auch was ich in meine Truhe lege. Ja, den der Schießkunst. Wäre dann auch nicht schlecht, ne? Müssen wir uns aber jedes Mal, wenn wir einen Bogen schießen, das Ding aufziehen, ey. Ach komm, ich pack's in die Truhe. Drachenknochen, Drachenschuppen, das brauchen wir. Ebenerz. Ebenerzklaue. Eisenhelm der großen Illusion. Schau das mal weg. Eisenhelm der großen Veränderung. Alles schön weghauen. Ich weiß, die Hälfte davon könnte ich wahrscheinlich irgendwie gebrauchen, noch früher oder später. Redekunst verbessert auf 29, na immerhin. Ich würde gerne mal wissen, wie hoch mein Skill jetzt beim Let's Playen ist in Redekunst. Wahrscheinlich schon bei 32, denn ich mach's ja schon, keine Ahnung, wie lang, 1,5 Jahre oder so, keine Ahnung. So, was brauchen wir denn noch hier? Halskette der Geringen, Magicka, steigert Magicka um 20. Hau weg. Resistenz gegen Krankheiten. Ach, der Verkäufer besitzt nur noch 21 Gold. Okay. Wahrscheinlich habe ich eh schon wieder viel zu viel verkauft. Wir gehen jetzt mal in unsere Heimat, nach Briesenheim. Aua, au, au, au. Ah, diese verdammte Sonne. Und das ist sogar sehr realistisch, denn in Wirklichkeit vertrage ich auch keine Sonne. Ich bin zwar kein Vampir, aber ich hasse Sonne. So, wir sind wieder daheim. Da müsste ja eigentlich die Lydia wieder sein, ne? Mal gucken, ob die Lydia von unserem neuen Geschenk... Was sie von unserem neuen Geschenk hält. Und damit meine ich das Geschenk des Vampirs. Wo ist sie? Da. Hallo, Lydia. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. So, folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Nein. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Ja, ja, wir haben mehr oder weniger was jemanden dabei. Ihr, mein Tane? So, ich brauche jetzt erstmal gar nichts. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. So. Den werden wir wegpacken. Ach so, nee, logisch. Die habe ich in meiner Truhe, ey. Bin ich so bescheuert, ey. So, Amethyst. R für ablegen. Zack, zack, zack. Das Amulett von Talos. Das können wir auch wegpacken. Die Armbrust packen wir auch mal weg. Die Biene auch. Biene, Stockhöhle, Blasenpilz. Brief des Turmwäschers. Brief von Falk Feuerbart. Questobjekte können nicht ins Inventar gelegt werden. Sehr schön, dass das Spiel für mich mitdenkt. Ach, jetzt haben wir ganz vergessen, bei dem einen Depp ein bisschen ein paar Heiltränke mitzunehmen. So. Auch ein Questobjekt. Drachenknochen. Die sind wichtig. Die brauchen wir noch später für eine Rüstung. Ich werde wahrscheinlich demnächst eine Stunde Skyrim am Stück aufnehmen. Und dann werden wir uns auch mal wieder mit dem Schmieden beschäftigen und so weiter, dass es endlich mal weitergeht. So. Gegengift. Ja, hätte ich wahrscheinlich gar nicht hinlegen müssen. Granatstein. Packen wir auch weg. Krankheitsresistenz. Holzfäller-Axt. Das nehmen wir mal mit hier. Hundefleisch packen wir weg. Jagdbogen der Funken brauchen wir. Karotte. Kartoffeln, kleiner Seelenstein, Knochenmehl, Kohl, der Kontrakt, Kopfgeld, pack mal weg, Korallendrachenklaue,
Das packen wir auch mal weg. Kupferdiadem. Lachsfleisch. Ach, da ist das Goma. Hätten wir vielleicht verscheuern können. Ich weiß es gar nicht. Makelloser Granatstein. Menschenfleisch. Menschliches Herz. Die Notizen packen wir alle weg. Ich werde jetzt hier mal so richtig Platz schaffen. Orkische Pfeil. Nee, das lassen wir mal. Hat eh kein Gewicht. Das hier zwar auch nicht, aber okay. Rolle des Feuer. Was? Rolle des Feuersturms. Eine auf den Zaubernden zentrierte Feuerexplosion, die 25 Schadenspunkte verursacht. Rote Bergblume. Das sind Schlüssel. Ich glaube, diese Schlüssel nehme ich mal mit. So, Schale. Was will ich denn mit dem Dreck hier? Warum habe ich das denn überhaupt eingesäckelt? Das ist immer so die Frage hier. So, die Schlüssel wiegen, glaube ich, nichts. Die Schneebären können wir noch wegpacken. So, und dann haben wir verschiedene Tränke. Ausdauer brauchen wir nicht. Magika brauchen wir noch nicht. Schwarzdornmet. Oh, weg. Granatring, Skuma, alles weg. Smaragd, Spinnenei, Stahlbolzen. Wäre für unsere Armbrust. Packe ich aber erstmal wieder weg. Stahlkriegsaxt des Unbehagens. Hm. Stahlpfeile, nehmen wir mit. Siegeteller, der Teller kann weg. Testament. Boah, was wir alles einstecken haben, das ist ja der Wahnsinn, ey. Trollfett, Vampirrüstung, das brauchen wir nicht. 10 Stück, jawohl. So, tut mir leid. Ich hätte das vielleicht auch offscreen machen können. Aber mein Gott, so seht ihr halt mal, wie ich das so mache. So völlig hirnlos, alles wegpacken. Wundertrunk der Regeneration. Na, das ist okay, den können wir mitnehmen. Feilschen brauchen wir jetzt nicht. Scharmützlers. Steigere die Fertigkeit, leichte Rüstung für 60 Sekunden. Nee, brauchen wir nicht. Ich soll das Nachricht. Zauberbuch Telekinese. Hm, das werden wir mal lesen. Feuerresistenz. So, das hier. Verschiedene Zaubertränke. Kleine Heilung nehmen wir mit. Zaubertrank der Tarnung. Das Waffenschmieds. Gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir noch ein schickes Schild. Das können wir aber nicht benutzen, weil wir einen Zweihänder tragen. So, das können wir aber noch wegballern. Zwergenstreitaxt der Verminderung. Hm. So, warte mal. Warte mal. Jetzt haben wir das Ding jetzt ausgerüstet, oder was? Oh yeah, baby. Ist gar nicht mal so ein schlechtes Teil, ha? So, jetzt gehen wir nochmal hier rein, ins Inventar, und checken mal die Waffen. So, hier haben wir hier einen Zwergenstreitkolben mit 16 Schaden. Jetzt wird mir so einiges klar. Kein Wunder, dass wir kein Land mehr gesehen haben, wenn wir so eine bescheuerte Waffe benutzen. Die ist doch aber mal 10-mal geiler. So, dann gehen wir gleich nochmal direkt zum Händler zurück und ballern dem, verkaufen dem den scheiß Streitkolben, dass der ja nicht mehr im Weg rumsteht. Und werden uns auch gleich ein paar Heiltränke kaufen, sofern er denn welche hat. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, ja, babbel mich nicht voll. Die Hitze ist stark hier in dem Tal. So. Wir sind wieder beim Gemischwarenladen. Ich bin sicher, ihr findet, wo ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich würde euch sogar ein... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Schätze. So. Ich wollte dir was verkaufen, und zwar einen schicken... Warte mal, klicken wir mal dahin. Und zwar den Zwergenstreitkolben, der ist nämlich scheiße. So, der hat 65 Gold, der Verkäufer besitzt nur 21 Gold. Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen erstmal was anderes. So, mal gucken, ob er so ein paar Heiltränke hat. So, kleine Heilung nehmen wir noch mit. Krankheitsheilung. Hm... Komm, nehmen wir mal mit. Da hat er nur einen bescheuerten Trank dabei. Jeweils einen großen und einen kleinen Heiltrank. Na toll. Zumindest aber hat er wieder eine Menge Kohle. Und das heißt, wir verkaufen ihm jetzt den Zwergenstreitkolben. Dann kann er wenigstens bezahlen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Haben wir den jetzt verkauft? Ich habe aus Versehen auf die Maustaste gedrückt. Bedeutet das, dass der den gekauft hat? So, warte mal. Ich will mal gucken, ob der jetzt weg ist.
Ich habe jetzt nicht auf mein Geld geachtet, ob wir den aus Versehen verkauft haben. Ja, aber scheint so. Er ist weg. Okay, das ist cool. So, Orkischer Pfeil, Eisenpfeile. Jetzt mal gucken, ob wir da noch irgendwas haben. Sieht jetzt ganz gut aus, ne? Wir haben auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das Problem ist halt auch, dass unsere Ausrüstung alleine schon schwer ist ohne Ende. So. Und damit gehe ich jetzt nochmal zurück zu Lydia. Ich mag das nicht, wenn die Hitze so brennt. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu Lydia. Wir hauen uns nochmal ins Bett, oder? Soll ich das nicht tun? Und ihr missachtet mich. Bleib locker, Alter, sonst verwandle ich mich zum Vampirfürst und dann fresse ich dich auf. Nie. Ich habe mich gerade eben umentschlossen. Wir gehen nicht zurück. Das ist ja gerade mitten am Tag. Ich wollte mich eigentlich hinlegen, aber das ist ja eigentlich Schwachsinn. Da wir jetzt wahrscheinlich reisen werden. Und wenn wir dann reisen, ist es wahrscheinlich sowieso wieder Nacht. Von daher vollkommener Blödsinn, dass ich jetzt warte hier. Dass ich jetzt hier bis zum nächsten Morgen schlafe. Und wenn wir dann reisen, kann ich mich gleich wieder hinlegen. Weil es dann schon wieder Nacht ist. So, betrachtet euch die herrliche Landschaft hier. Oh, die Vögel zwitschern hier. Okay, in der nächsten Folge geht's wieder weiter. Da machen wir wieder eine Quest. Diese Folge haben wir so ein bisschen Sachen Blunder verkauft, Blunder in die Kiste gelegt und haben eine neue Mission bekommen. Ob wir die weitermachen oder ob wir eine andere weitermachen, das weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann.